Leute, ich habe gerade einen geheimen Knopf herausgefunden. Ey, das ist so ein geiles Spiel. Ey, jetzt geht hier die Post aber ab. Yo Leute, was geht? Heute auf jeden Fall ein ganz besonderes Video auf meinem Kanal. Und zwar werden wir nämlich heute das allererste GTA aus dem Jahre 1997 spielen. Ich habe dieses Spiel zuvor noch nie gespielt und ich bin deshalb mega gespannt, und ob dieses Spiel überhaupt auf meinem Computer läuft und wie das halt so läuft, das werden wir alles in diesem Video auf jeden Fall erfahren, Leute. Ich hatte halt einfach mal Bock, dieses Spiel mal kurz für euch zu zeigen. Ich bin halt selbst gespannt. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Ich habe gehört, es ist aus der Vogelperspektive, aber mehr weiß ich halt nicht, Leute. Deswegen seid auf jeden Fall in diesem Video gespannt. Falls ihr auch neu auf dem Kanal seid, könnt ihr ebenfalls kostenlos abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr vielleicht GTA 2 haben wollt. Und ich würde sagen, starten wir direkt mit dem Video. Okay, Leute, ich bin jetzt hier also im sozusagen Startmenü von GTA. Und ihr könnt schon sehen, der Titel, es ist wirklich krass, Leute. Ein GTA aus dem Jahre 1997. Und ich gehe erstmal kurz in die Optionen und... Hallo? Alles klar, was ist das für ein Sound? Da ist so ein Autoschlüssel, der sich in 5000 km/h dreht. Ich glaube, das ist einfach nur Nachwirkung, weil ich hier auf Windows 10 spiele. So, Musik haben wir auf ausgestellt, Sound auf 2. Speichern und wir spielen mal. So, und jetzt haben wir, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, irgendwie verschiedene Charaktere... Alter, denn man muss sich vorstellen, dass das allererste GTA aus dem Jahre 1997 und wie sich das Spiel mittlerweile entwickelt hat, zu was es geworden ist, das ist unglaublich. Also, wir haben die Möglichkeit, verschiedene Charaktere auszuwählen, und zwar einmal den Travis, den lieben Bubba, ich würde ihn eher lieber Bruder nennen, dann den lieben Troy und den Kiflov. Okay, alles klar. Public Enemies, Kiflov, Steve, ich finde diesen Namen voll komisch. Liberty City, also wir gehen jetzt nach Liberty City, Level 1, okay, dann geht es los. Yeah, was ist das? Sieh zu, dass du Aufträge an Land ziehst, um welche zu kriegen. Dankeschön dafür, ich habe es nicht gelesen. Alter. Oh mein Gott. Alles klar, Leute, wir sind jetzt hier offiziell in GTA 1 drin. Ich habe hier wirklich absolut keine Ahnung, was hier abgeht, Leute. Die Grafik ist auf jeden Fall Minecraft over 9000. Aber was ich sehen kann, ist ein ziemlich cooles Detail, dass die Gebäude sind halt tatsächlich in 3D, Leute. Zum Teil in 3D. Aber das Spiel an sich ist trotzdem in der Vogelperspektive. Also, Moment, was macht passiert, wenn ich die Taste drücke? Stehst du auf? Oh, okay. Alles klar, ist sie... Ey, sie lebt noch! Ey! Ey, stopp, 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 halten Sie an! Halt an! Was? Ich habe 1000 Punkte bekommen, weil ihnen die Stromleiste gelaufen ist. Leute, ich habe gerade einen geheimen Knopf herausgefunden. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass es das geben wird. In einem GTA-Teil. Aber ratet mal, was passiert, wenn diese Taste, wenn ich diese Taste drücke. Nein. Leute, hört mal hin, was passiert, wenn ich die Taste drücke. Der Charakter, der rülpst und furzt einfach, wenn ich die Taste drücke. Was ist das für ein Spiel, Leute? Ich feiere das jetzt schon. Okay, also wir steigen in ein Auto ein. Wir sind jetzt auf jeden Fall mit dem Auto unterwegs. Ich fahre erstmal den Kleinen um hier. Der kleine Johnny, der ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Ich crash hier einfach gegen jedes Fahrzeug. Was ist... Ey, oh mein Gott, oh mein Gott. Was muss ich eigentlich hier machen in diesem Spiel? Ich krieg Punkte für nichts. Warte, stopp. Das ist schon richtig goldener, fresher Style hier. Erstmal den nächsten Fahrer oh mein Gott. Was ist... Oh mein Gott, Leute, die Steuerung. Ich weiß gar nicht, was ich zu der Steuerung sagen soll. Oh mein Gott, warte. Das Auto hat mir gefallen. Nein, nicht das Auto. Das schwarze Auto ist ziemlich cool. Moment, ich steig da ein. Ey, lass mich doch mal einsteigen. Bruder, Bruder. Okay. Oldtimer. Nice, ein Oldtimer. So, okay, uns wird ein gelber Pfeil unten angezeigt. Da müssen wir, glaube ich, hin. Also ich fahre jetzt mal voll die falsche Richtung. Ey, Leute, ich krieg durch die Grafik, durch diese Perspektive Augenkrebs. Aber man kriegt halt einfach für alles Punkte, was man macht. Wow. Ey, warte, ist das die Polizei gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich steige mal aus diesem Wagen aus. Hier ist die Polizei. Was passiert, wenn ich die Polizei schlage? Was macht der da? Egal, warte, ich furze den mal an. Nee. Ey, das ist so ein geiles Spiel. Warte mal, verfolgt mich die Polizei etwa? Nee, okay, alles klar. So, hier haben wir unsere erste Mission. Und da gehen wir jetzt mal zum Telefon. Wir brauchen 2 Taxen für einen Bruch in der Bank. Bringen Sie zu den Docks in New Guernsey. Alles klar. Okay, also gut. 2 Taxen. Ich wollte Taxis sagen. Wo kriege ich 2 Taxis her? Hallo?
Ich brauche ein Taxi. Wir sehen ein Taxi. Oh, das ist ein Taxi. Nice, das ist ein Taxi. Okay, perfekt. So, es sieht vielleicht so aus, als würde ich mich mega dumm anstellen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ist mein Charakter? Ist es eine Brücke oder was? So, okay. Linkskurve. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das zusammen hin. Leute, wir kriegen das schon hin. Also, wir müssen jetzt zu den Docks. Der Pfeil zeigt uns an. Mein Auto ist gleich kaputt. Leute, kommen Sie nicht weiter. In Law Island steht schon seit ein paar Tagen ein verlassener Truck. Ja, das ist schön. So, okay. Sind wir gleich da? Oh, das nächste Taxi. Ich will nicht ins Wasser stürzen. Oh mein Gott! Der will mich direkt in den Tod führen. Kann mir jemand kurz erklären, wie ich zu den Docks komme? Wäre sehr nett, wenn mir das jetzt kurz jemand erklären könnte. Bin ich hier auf einer einsamen Insel? Oh mein Gott, Leute, dieses Spiel. Dieses Spiel. Ey, Leute, ich brauche wirklich Nachhilfe in diesem Spiel. Wie komme ich jetzt bitte an die Docks? Ups, tut mir leid. Tut mir leid. Das tut mir aber leid. Hä? Ich komme niemals zu den Docks. Hä? Alles, was ich hier sehe, ist einfach nur Wasser. Oh! Jawohl, ich bin tot. Alles klar, wahrscheinlich. Gibt es in diesem Spiel eine Map? Irgendwas, was mir anzeigt, wo ich hin muss? Irgendwo, wo ich hin kann? Ich glaube, ich habe, glaube ich, einen roten Faden. Kann es jetzt irgendwie sein, dass es hier rechts geht? Okay, nice. Alle hupen einen an. Alle hupen einen an hier. Ey, du kommst hier keine 5 Meter weit, ohne jemanden zu crashen. Wir sollten jetzt gleich an den Docks sein. Also, wir steigen erstmal aus. So. Das machen wir als erstes. Das ist nicht deren Ernst, oder? Ich spiele mit einem anderen Charakter. Nee, ich spiele mit einem anderen Charakter. Okay, wir spielen jetzt, Leute, mal mit dem freshen Baba. Ich bin mal richtig gespannt, was der so alles drauf haben wird. Wahrscheinlich ist er so ein bisschen breiterer Typ. Der sieht einfach genauso aus wie die anderen. So, okay, wir nehmen jetzt einfach mal einen Auftrag. Oder wisst ihr, was ich zuerst mache? Ich wollte erstmal einen kleinen GTA hier Style machen. Oh, oh mein Gott, wir haben eine Pistole. Wir haben eine Pistole. Okay, können wir damit was machen? So, warte. Hier, komm, Distanzschuss. Bam, 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 bam. Halten Sie an. Oh, geil, wir kriegen 10 Punkte. Wow. Komm, gönnen wir uns das Motorrad erstmal. Yo, wie schnell der fährt. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Und wir sind gecrashed. Aber wir leben noch, wir leben noch. Das ist das Wichtigste. So, wir holen jetzt erstmal einen weiteren Auftrag. So, und hier sind wahrscheinlich 4 Aufträge. Ich habe, glaube ich, den ganz links, ganz rechts genommen. Jetzt nehmen wir mal den hier. Crazy Jim hat in Northeastern den Wagen abgestellt. Führ ihn vor den Cops ab oder du bist ein toter Mann. Oh mein Gott, da müssen wir uns aber ganz schnell beeilen. So, ich steige jetzt hier ein. Wir holen den Wagen jetzt ab. Ganz schnell, unsere erste Mission. Diesmal schaffen wir das. Große Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Wir werden jetzt die Pizza abliefern. Eigentlich gibt es keine Pizza in dieser Mission. Oh, komm. Oh, oh, da ist der Wagen. Da ist der Wagen. Da ist der Wagen. Schnell einsteigen. Steig schnell in den Wagen ein. Nicht in den Wagen. Steig in den Wagen ein. Sonst die Polizei ist gleich da. Bruder, steig bitte in das Auto ein. So, nice, nice. Okay, bring den Wagen in Westpark, du Dulli. Aber beeil dich. Warum sind die alle so anti auf mich? Sind wir da? Ja, Leute, wir haben die erste Mission geschafft. Erste Mission geschafft. Damn, nice. Allererste Mission. Okay, cool. So, wir haben jetzt... Oh mein Gott, das ist eine geile Waffe. Oh mein Gott. Alter, wir haben hier totales Chaos. Absolutes Chaos, Leute. Wir haben schon 30.000 Punkte fast. Oh mein Gott. Wie? Kann das sein, dass mich dieses Spiel hasst? Also oben werden mir 4 Polizisten angezeigt, die ein bisschen sauer sind. Oder die kauen Kaugummi. Also ihr seht, Leute, ganz oben sind diese 4 Polizisten, die am Kaugummi kauen sind und nur einen Zahn haben. Die haben nur einen Zahn am Unterkiefer. Und die sind sauer und verfolgen mich. Das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, 4 Sterne. Aber egal, Leute, 4 Sterne heißt ja nichts. 4 Sterne ist so gut wie gar nichts für mich. Wir nehmen jetzt mal den dritten Auftrag. Ich habe zwar 4 Polizisten, die mich verfolgen, aber das ist kein Problem für unseren Meister. Hey! Strafakte, 3 Unfälle und ein Rempler. Eine Fahrerflucht, 3 Autodiebstahl. Ich habe 3 Autodiebstahl. Dankeschön dafür. Was ist jetzt passiert? Ich habe meine Waffe verloren. So sieht also Liberty City aus. Geile Grafik. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut gar nichts. So, komm, wir machen das Auto kaputt. Boah, was für eine Kombo. Jetzt geht ihr die Post aber ab. Oh mein Gott. Das ist eine Explosion. Aber man muss schon zugeben, auch wenn die Grafik richtig schlecht ist. Also, man kann nicht sagen, dass die gut ist. Die Grafik ist
übelst schlecht. Aber für die Verhältnisse, ich weiß es nicht, Leute, ich habe absolut keine Ahnung, ob das für die Verhältnisse gut oder schlecht war. Oh nein, die Polizei, Mann, nicht schon wieder. 5 Unfälle und ein Rempler, ein Autodiebstahl, 53 Schusswaffengebrauch. Ich habe wahrscheinlich 53 Schusswaffengebrauch gemacht. Die haben mitgezählt, genau jeden einzelnen Schuss, den ich gemacht habe. Komm, ich will jetzt wenigstens eine Mission schaffen. Wenigstens eine Mission, damit ich endlich in Ruhe leben kann. Da kann ich endlich mal behaupten von mir, dass ich die erste Mission in GTA 1 geschafft habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Habt ihr den Sprung gesehen? Das war ein Monster-Stunt. Berufsverkehr ist nicht da. So, okay, den Auftrag haben wir wohl nicht geschafft. Deswegen, die Angels haben einen unserer Deals erledigt und sind daran mit dem Stoff abgehauen. Bubby will sein Zeug wiederhaben. Ich bin doch Bubby. Ich dachte, ich bin Bubby. Vielleicht meinte er Barbie. Komm mal, Leute, wir schaffen das. Wir haben auf jeden Fall eine Waffe am Start. Sind das Gefangene? Ist das ein Aufstand hier? Was singen die für einem... Ich find's cool. Also, ich find's echt interessant, diese Details. Oh mein Gott! Nein! Was? Man stirbt hier noch schneller als in GTA 3. Bitte sagt mir, dass wir wenigstens nah am Tatort waren. Ich komme mit Auto einfach. Dieses Spiel ist schwerer als jedes andere Game, das ich jemals gespielt habe. Ich habe ungelogen noch nie so ein schweres Spiel gespielt. Oh mein Gott, komm. Komm, sind nur noch zwei. Okay, wir haben einen Cop. Einen Cop, der uns verfolgt. Oh mein Gott, da ist die Polizei. Schnell, aufs Motorrad. Gib Gas. Okay, was ist jetzt passiert? Steig ein. Okay, alles klar. Ich will einfach nur das Ding überliefern. Alles klar, wir müssen einfach nur ganz normal ankommen. Oh, Polizei. Nein, danke. Es klingt so, als würde mein PC... Oh, habt ihr das gesehen? Wir sind da. Der Stoff gehört in Durchschnitt. Er will wieder heim gehen, Nord ans Telefon. Okay, ich gehe schnell ans Telefon. Und hoffentlich haben wir die Mission geschafft. Ey, Mann. Was ist denn das für eine Straße hier? Was? Meine Zeit läuft ab. Wir haben nur 15 Sekunden. Komm. 7 Sekunden. Liefer den Stopp im Park ab. Alles klar. Okay. Mach ich. Kein Thema. Was für ein Druck dieses Spiel einen macht. Zeit läuft ab. 17 Sekunden. Oh mein Gott. Komm schon, wir schaffen das. Das ist hier. Come on. Noch 8 Sekunden. Tony ist unterwegs. Sieh zu, dass er das Zeug kriegt. Im Ernst, warum machen... Oh mein Gott, da ist ein... Rosse Krabbe Pizza. Yeah, wir haben es geschafft. Ich habe Hotdog bekommen. Leute, nice. Wir haben endlich eine Mission geschafft. Also, ich muss schon zugeben, es ist gar nicht so ein schlechtes Spiel. Dafür, dass man überlegt, das ist aus 1997. Und wie gesagt, darauf kam ja natürlich noch GTA 2. Und falls ihr halt Bock habt, Leute, einen zweiten Teil, lasst einen Daumen nach oben da. In der Mitte könnt ihr kostenlos abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video kommt. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. ID-Zock ist raus. Haut rein, Leute. Ciao.